In diesem Video nähen wir eine Collegejacke für Kinder, die es aber auch für Erwachsene gibt. Hallo zurück im Makerist Nähcafé. Ich bin Bettina und das ist unser Projekt für heute. Wir haben ein Tutorial und wir nähen dieses gute Stück. Das ist Collegejacke Herzblatt von Fred von Soho und die gibt es für Kinder, für Damen und für Herren, also für die ganze Familie. Und die wird eigentlich in allen Varianten gleich genäht. Wir nähen hier die Kindervariante, deswegen zeige ich euch die jetzt und im Tutorial. Aber ihr könnt, wie gesagt, alle drei Varianten nähen. Und ihr könnt alle drei Varianten zum Vorteilspreis bekommen. Denn wir haben mit diesem Video von Fred von Soho für alle drei Jacken 40% Rabatt bekommen. Ab heute für 10 Tage. Und es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen, weil es ist ein echt schönes Stück, was sich super nähen lässt. Wir gucken direkt ein bisschen genauer hin. Es ist wirklich diese klassische amerikanische Collegejacke aus einem Sweatstoff. Wir haben hier oben diesen Blousonkragen. Wir haben Druckknöpfe anstatt eines Reißverschlusses, was ich richtig cool finde. Hier unten ist diese kleine Klappe. Dann haben wir hier so ein Bündchen und das Ganze eben, wie gesagt, aus einem schönen Sweat gemacht. Super Projekt. Schaut es euch echt wirklich gerne an. Schaut es euch unbedingt auch im Video an. Schaut euch auch die Stoffe an. Neben den ganzen Links zu den E-Books habe ich nämlich auch die Stoffe verlinkt, die ich genutzt habe. Insbesondere diesen Oberstoff mit den Surfboards drauf. Das ist ein relativ neuer Stoff aus unserer Eigenmarke Petit Citron. Und zwar aus der neuen Kollektion Retro Sports Club. Und ich finde, der Name ist hier Programm. Wir haben diese schönen sportlichen Retro-Motive. Und es gefällt mir hier bei dem schon ganz gut. Es gefällt mir bei den anderen Mustern auch ganz gut. Und wir haben diesmal auch ein paar Muster dabei. Bei Petit Citron, was ja eigentlich eher so eine Kindermarke ist, ein Kindermuster. Da haben wir diesmal auch ein paar Sachen dabei, die wirklich auch für große Kinder und für Erwachsene total super klappen. Also ich finde, das geht absolut auch für Erwachsene klar. Die Stoffe habe ich auch für euch verlinkt. Dann habe ich für euch noch verlinkt den Plot, den ich auf dem Rücken von diesem Blouson hier oder von dieser Collegejacke drauf geplottet habe. Ich habe in diesem Video wieder tolle Unterstützung von Cricut. Ganz lieben Dank dafür. Und ich habe mit dem Cricut Maker geplottet. Ein Motiv, was ich bei uns aus dem Shop gezogen habe. Alles, wie gesagt, unten verlinkt. Und dann durfte ich noch ein bisschen Werkzeug ausprobieren. Ich habe so ein bisschen Entgitterungswerkzeug bekommen von Cricut. Und dann die Cricut Easy Press 2. Und da habe ich ja ehrlicherweise gedacht, naja, komm, ich habe doch ein Bügeleisen, das wird schon gehen und so. Dann habe ich die zum ersten Mal benutzt. Ehrlich gesagt auch für dieses Video zum ersten Mal benutzt. Und das Ding ist der Hammer. Also das ist so cool. Man hält diese Presse drauf. Man drückt ein bisschen, die hat einen Timer, die hat Temperatur. Die hat eine super tolle, gleichmäßig erhitzende Fläche. Und ich konnte danach wirklich einfach Presse runter, Trägerfolie ab und das Ganze war tutti. Fertig, alles perfekt, sah super aus. Also, was ich teilweise schon mit Plotterfolien rumgebügelt habe und probiert habe und gefummelt habe und dann ging es doch nicht und dann war es nicht ganz glatt und so. Da war das Ding einfach wirklich eine ganz krasse Erleuchtung. Vielen Dank also nochmal an Cricut, dass wir das testen durften. Und ja, für euch gibt es das Ganze dann am Ende des Tutorials. Ich habe das Ding fertig genäht und dann habe ich noch geplottet und da so eine kleine, bisschen schnellere Übersicht gemacht, dass ihr mal gucken könnt, wie super das funktioniert hat mit dem tollen Cricut-Werkzeug. Ja, und ich glaube, das war es jetzt auch schon. Wir können damit direkt ins Tutorial starten. Halt! Eine Sache noch. Wenn euch die Stoffe gefallen oder wenn ihr noch nicht wisst, ob sie euch gefallen, dann schaut sie euch unbedingt bei uns auf der Seite an. Habe ich natürlich hier verlinkt, aber klickt euch auch rüber zu Makerist Easy DIY. Das ist der andere Makerist Channel. Da ist meine Kollegin Nine und die hat auch schon mit einem dieser Stoffe gearbeitet. Die hatte mehr so einen peachfarbenen, aprikotfarbenen mit, ich glaube, Federbällen drauf. Auch richtig süß geworden. Alle Links unterm Video, aber jetzt wird erstmal genäht. Das sind meine Schnittteile. Ich habe für euch direkt einmal hier noch das Schnittmusterteil liegen, damit ich euch ein bisschen im Detail sagen kann, was wir machen. Es ist, wie gesagt, Collegejacke Herzblatt. Das ist konkret das Vorderteil. Ich liebe, wenn Schnittmuster so vollwertig sind, dass drin steht, wie die Nahtzugabe ist. Wir haben hier 0,7 bereits enthalten. Overlock, Haushaltsnähmaschine, geht alles. Alle möglichen Markierungen. 134 habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Hier haben wir noch eine Fläche für Bügeleinlage. Das machen wir gleich. Und hier unten steht Fred von Soho. Also ich finde, das ist ein super tolles Schnittmuster, weil wirklich alle Infos drauf sind, die man braucht. Das kann jetzt trotzdem zur Seite, weil ich habe ja schon einiges vorbereitet. Ihr seht hier all meine Schnittteile. Ihr seht hier, ich habe auch noch ein paar Druckknöpfe. Das Ganze wird ja nicht mit einem Reißverschluss, sondern mit Druckknöpfen gemacht. Die hier sind jetzt in so einem
ja, Altgold, ich glaube Messing-Look ist es. Wird super gut passen zu diesem Retro-Look. Die brauchen wir aber wirklich erst ganz zum Schluss. Das heißt, die können zur Seite und wir können uns den Stoff noch mal ein bisschen näher anschauen. Der Retro Sports Club Stoff, den ich hier genommen habe, ist ein Sommersweat, French Terry. Also genau richtig jetzt für diese Jahreszeit oder auch für den Sommer, wenn man mal so einen kalten Sommerabend erwischt. Und der sieht wirklich super retro aus. Ich finde es richtig toll, dass hier eben tatsächlich mit diesen Farben gearbeitet wurde. Also zum Beispiel dieses, einfach die Tatsache, dass das Helle hier ein Beige und kein Weiß ist, macht das Ganze gleich so richtig retromäßig. Dann diese Palmen. Also es könnte wirklich aus dem Vintage-Laden oder aus dem Second-Hand-Shop sein, mit so ein bisschen älteren Klamotten. Was perfekt zu diesem Beige passt, sind die beigen Bündchenteile. Die habe ich hier auch vorbereitet. Ein bisschen Kleinkram. Es ist alles da, was wir brauchen. Bevor wir jetzt sofort mit dem Nähen loslegen, machen wir aber erstmal eine kleine Bügeleinlage auf die Vorderteile. Die Breite der Bügeleinlage, die gemacht werden soll, hat ungefähr so 4, 4,5 cm. Ich mache jetzt einfach mal 4 cm. Die schneide ich mir aus einer relativ dünnen Bügeleinlage vor. Es geht gar nicht darum, dass da jetzt eine besondere Steifigkeit drin steckt an dieser Stelle, sondern eher darum, dass die Knöpfe nicht ausreißen, also dass der Stoff sich nicht dehnt und dann eben die Knöpfe, die durch meinen Stoff durchgehen, nicht ausreißen können. Diese kleinen Teilchen werde ich auch direkt einmal mit verstärken. Das sind unsere vorderen, ja, unteren Klappen. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich es nennen soll. Das sind diese Stücke, die hier unten am Vorderteil sitzen. Hier, so, wo danach das Bündchen rankommt. Die finde ich auch immer ein bisschen besser, wenn die ein bisschen stärker sind. Das zieht sich dann alles nicht so durcheinander da unten. Das heißt, die werden wir auch einmal verstärken. Ich habe hier eine H180 Flieseline. Das ist so die gängige, die ich eigentlich immer da habe. Und das Schöne an der ist, dass meine Webkante, nicht Webkante, aber die Stoffkante auf der anderen Seite, die ja noch super gerade ist, wie ihr hier sehen könnt, noch intakt ist. Das heißt, ich kann mir hier einfach das Stück rausschneiden, was ich brauche. Das hätten wir. Meine Bügelmatte kann weg und wir können loslegen. Und für die erste Naht habe ich mir gedacht, machen wir direkt mal vorne ein bisschen was und bereiten die Vorderteile schon mal mit den Belegen vor, die ich hier habe. Die Belege sehen, ich zeige es euch nochmal im Ganzen, so aus. Das ist hier oben unser Halsausschnitt. Vorne ist dann die Mitte und das ist so eine Seite, die hier runtergeht. Wenn ihr eure Jacke öffnet und ein Beleg drin ist, dann seht ihr meistens nochmal den Oberstoff von innen, also auf der linken Seite. Und das sieht ganz schön aus, wenn der einfach nochmal aus dem Vorderstoffmuster auch mit besteht. Der hat hier so eine kleine offene Kante. Die habe ich jetzt einfach schon einmal mit der Overlock abgekettelt. Man könnte genauso gut diese Kante einfassen. Man könnte das Ganze auch an der Stelle einmal umklappen, je nachdem, wie es euch gefällt. In dem Fall mit dem dünnen Sommersweat und weil man diese Stelle sowieso nicht groß sehen wird, habe ich mir gedacht, einmal abketteln reicht, dass ich da nicht die ganz offene Kante liegen habe. Und damit können wir schon ganz gut arbeiten. Davon gibt es natürlich zwei. Die habe ich auch beide schon so bearbeitet und die beiden werden jetzt angenäht. Das passiert ziemlich identisch. Das heißt, ich zeige euch erstmal nur eins. Wir brauchen eine Vorderseite. Erstmal gucken, welche. Diese nicht, sondern diese. Auf die dann so ein bisschen gegengleich das Gegenstück draufkommt. Also wir haben hier unser Vorderstück. Hier ist mein Teil, was ich gerade eben mit Flieseline bearbeitet habe. Und da drauf kommt jetzt der Beleg. Rechts auf rechts. Und zwar mit der mittleren Kante, also mit der Jackenöffnung. Würdet ihr mit einem Reißverschluss zum Beispiel nähen, wäre das jetzt die Stelle, an der euer Reißverschluss mit eingenäht werden müsste. Damit geht es an die Nähmaschine und ich werde diese beiden Nähte jetzt einmal an der Haushaltsnähmaschine schließen. Das hat den Grund, dass ich dann hier eine etwas dünnere Naht habe. Das Ganze wird umgeklappt und es sieht dann hier einfach weniger bollerig aus. Ich werde heute im Video wahrscheinlich so ein bisschen hin und her springen zwischen der Haushaltsnähmaschine und der Overlock, weil es Stellen gibt, die ich zum Beispiel gerade hier am Kragen mit der Haushaltsnähmaschine sehr viel präziser nähen kann als mit der Overlock. Da sehe ich genau, wo die Nadel ist. Mit der Overlock ist es ja manchmal eher so ein bisschen bollerig. Dementsprechend wundert euch nicht, ich springe ein bisschen hin und her. Wenn ihr euch unsicher seid, im Zweifelsfall immer lieber die Haushaltsnähmaschine,
Wenn ihr krasse Overlock-Cracks seid, dann werdet ihr vielleicht auch die präziseren Stellen gut mit der Overlock nähen können. Im Grunde kann man das Ganze aber alles auch an der Haushaltsnähmaschine nähen. Und der French Terry, da gehe ich von aus, wird sich auch super an der Haushaltsnähmaschine machen. Das sieht doch schon mal gut aus. Das wird jetzt direkt auch schon mal auseinandergebügelt, damit wir es später ein bisschen leichter haben. Man könnte an dieser Stelle jetzt einmal absteppen, also hier mit so einer schönen Steppnaht runter, so ein bisschen wie eine Knopfleiste andeuten. Werde ich nicht machen, ich finde das Muster viel zu schön und wir brauchen das nicht. Und wenn hier später dann die kleinen Druckknöpfe drauf liegen, dann sieht das auch ohne diese Naht ein bisschen schöner aus, finde ich. Wundert euch nicht über den Beleg, der flattert hier jetzt noch ein bisschen rum, aber der wird ja hier dann am Kragen befestigt, also im Ausschnitt. Das heißt, der stört uns später auch nicht. Genauso bügele ich jetzt auch das zweite Teil und dann können wir weitermachen und schon mal Vorder- und Rückteile miteinander verbinden. Das sind die beiden Vorderteile schon wieder und wir schließen jetzt hier oben die Schulternähte. Das heißt, wir nähen die Vorderteile ans Rückteil an. Und dafür kann ich mir einfach mein Rückteil nehmen. Ihr seht es jetzt hier mit der linken Seite. Das hat natürlich hier oben genau die gleiche Form. Also hier diese beiden Schultern, die kommen jetzt einfach rechts auf rechts. Und dann kann man das Ganze zusammennähen. An dieser Stelle ist es wichtig, dass ihr den Beleg nicht mit einfasst, sondern wirklich nur eure Vorderseite mit der Schulter. Denn den Beleg brauchen wir da später offen, um unser Kragenstück einzunähen. Sonst würden wir uns da so ein bisschen selber im Weg stehen. Hier kann man auch super einfach beide Seiten hintereinander weg zusammennähen. So schaut das Ganze aus. Die Nahtzugaben hier werde ich jetzt einmal nach vorne bügeln. Und dann können wir uns auch schon an den Ausschnitt machen. Das Halsloch ist soweit fertig, dass wir hier mit dem Ausschnitt rankommen. Und der sieht so aus und wird wie folgt angenäht. Es ist so ein lustiges, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ein Streifen mit Spitzen. Der wird rechts auf rechts gelegt. Passt auf, wenn euer Stoff da wirklich eine rechte und eine linke Seite hat. Ich glaube, ich werde den auch gleich noch bügeln, damit es einfacher ist. Und dann wird der hier so eingenäht, dass das Ganze am Ende so aussieht. Und das macht man mit dem Beleg ganz praktisch so, dass der ganze Spaß einmal auf links gewendet wird. Und dann können wir unseren Ausschnitt hier an der Kante feststecken und hier ganz am Ende zwischen den Belegteilen mit einfassen. Das sieht dann nämlich super sauber aus. Wir haben hier mal wieder den Spaß, dass wir mit einem Bündchen arbeiten. Das heißt, wir müssen die verschiedenen Weiten aufeinander verteilen. Also dieser Bündchenstoff, der den Ausschnitt darstellt, ist in dieser Strecke ein bisschen kürzer als dieser ganze Halsausschnitt. Macht aber gar nichts, da kommt ein bisschen Zug drauf. Nur ein bisschen, zeige ich euch gleich. Dann funktioniert das besser. Damit das Ganze aber gut klappt, markiere ich mir jetzt erstmal hier meine Mitte. Das mache ich, weil ich die hier schon sehe. Das ist meine Stoffbruchfalte. Das heißt, die können wir ruhig einmal hier schon mal mitnehmen. So. Und dann bügele ich jetzt direkt auch einmal, kann ich direkt auf dem Oberstoff hier machen, einmal meinen Halsausschnitt rechts auf rechts. Denn auch dann, wenn ich da diese knackig gebügelte Kante habe, macht sich das Ganze ein bisschen leichter. Ihr könntet hier ohne Bügeln arbeiten. Ich würde es euch wirklich nicht empfehlen. Ihr seht, dass ich dieses Stück beim Bügeln hier schon ein bisschen in so einen Bogen lege, also so. Das ist vollkommen cool, weil der wird ja später auch so liegen. Also der Halsausschnitt wird ja später auch in so einer Runde liegen. Das heißt, ihr könnt es ruhig beim Bügeln in der Form auch schon mal ein bisschen berücksichtigen. So, auch hier brauche ich einmal meine Mitte. Dafür halbiere ich mir das Stück einfach einmal und dann markiere ich mir hier an der offenen Stoffkante die Mitte. Und dann können wir uns direkt hier ranmachen und schon mal unsere Mitten aufeinander legen. Das ist meine erste Nadel. An den Seiten, also wenn wir uns jetzt hier herumarbeiten, so, reicht der Kragen gar nicht bis vorne an die Naht heran, sondern 1,5 cm weiter rein. Das ist im Schnittmuster markiert und wir haben jetzt hier schon eine Nahtzugabe liegen von 0,7 cm. Also hier drunter, man sieht die gar nicht so gut. Ich klappe es mal so. Das ist dieser kleine Zipfel hier. Und von dem Zipfel aus messe ich jetzt 1,5 cm, also den
fasse ich quasi mit ein. Von da aus 1,5 cm rein und mache mir hier eine kleine Markierung. Gucken, ob das geht. Na, mit der Kreide nicht so gut. Man kann es halbwegs sehen. Bis dahin kommt mein Kragen. Das heißt, wenn ich mir das Ganze jetzt hier einmal so versuche, so gerade wie möglich zu legen, dann ziehe ich den Kragen an dieser Stelle ein bisschen. Hier ist er ja schon fixiert, damit ich ihn hier anlegen kann. Da kommt dann die Spitze dran, genau an meine Markierung. Und hier stecke ich mir jetzt eine Nadel, und zwar so rum, dass ich sie von außen rausziehen kann, von der Seite, weil ich dann gleich, wenn ich den Kragen festgesteckt habe, natürlich noch den Beleg umklappe und der kommt dann da auch noch mit drauf und dann kann ich diese Nadel einfach rausstecken, nochmal neu reinstecken und es sitzt alles. Hier seht ihr eben, dass ich diese Mehrweiten aufeinander verteilen muss. Ich gucke mal, wie das so klappt. Es ist gar nicht so viel. Und hier noch eine letzte Nadel. Damit hätte ich praktisch schon den halben Kragen festgesteckt, aber nur von der Vorderseite. Jetzt kommt natürlich noch unser Beleg dazu und den legt ihr auch einfach mit drauf. Und da machen wir genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich lege den hier Kante an Kante und stecke mir dann diese Nadeln einfach nochmal und fasse den Beleg mit ein. Und das ist dann nämlich ein richtig schöner Abschluss. Passt auf, dass euch bei diesem Schritt jetzt hier der Kragen nicht nach innen wegflutscht. Hier laufe ich gerade so ein bisschen Gefahr, aber meine 0,7 cm Nahtzugabe geben da auch nochmal so 1-2 mm Spiel, falls es mal nicht klappt. So muss das aussehen und so wird diese ganze Runde genäht, wenn ich natürlich die zweite Hälfte auch festgesteckt habe. Also genauso wie ich jetzt hier gesteckt habe, mache ich das auf dieser Seite auch. So sieht der ganze Kragen gesteckt aus. Das ist hier eine kleine Nadelschlacht, aber das macht überhaupt nichts, denn so lässt er sich super nähen. Steckt ruhig mehr als weniger. Das nehme ich jetzt mit an die Nähmaschine und dann geht es hier einmal mit der Haushaltsnähmaschine rum. Auch 0,7 cm Nahtzugabe. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das Ganze von rechts aussieht. Das heißt, wir falten es einmal um. Nehmt hier diese Ecken ruhig auch mit oder schneidet die Nahtzugaben noch ein bisschen zurück, wenn euch das zu viel ist. Ansonsten muss man die ganz sauber wenden, dann sehen die auch schön aus von rechts. Hier die eine Vorderseite und dann haben wir hier eben diesen Übergang mit dem kleinen Abstand, den wir gewählt haben, bis dann der Kragen reinkommt. Und das ist genau so, dass dann, wenn später hier die Druckknöpfe aufeinandertreffen von beiden Seiten, dass man da einen ganz tollen Übergang von diesem Kragen haben wird. Ich liebe diese Krägen. Die sind ein bisschen oldschool. Aber ich finde auch Blousons super schön und das ist im Grunde, wie man einen Blouson näht. Wenn ihr lieber für euch als für eure Kinder einen Blouson nähen wollt, dann klappt das natürlich mit dieser Technik genauso. Guckt einfach in das Schnittmuster, was ihr da so habt und näht das für euch. Es gibt auch Blousons für Herren, für Damen. Für Damen haben wir hier auch schon einen gemacht, einen Raglan-Blouson. Manela von Kibadu verlinke ich euch natürlich unter diesem Video, dann könnt ihr das ganze Ding direkt mitnähen. So. Ach Leute, das gefällt mir richtig gut. Und schaut euch einfach diese Kombi an aus dem Beige und dem Beige. Das ist, wenn man ganz genau hinguckt bei einer Tageslichtlampe, nicht der exakt gleiche Farbton. Aber es passt so gut zusammen, dass das null stört. Es sieht sogar richtig super aus. Das Ganze werde ich jetzt nochmal schön bügeln, weil jetzt gerade habe ich da genug Platz, das Ganze schön glatt zu bügeln. Und dann geht's weiter. So, und ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass das wahrscheinlich schon der anstrengendste Teil hier war. Ich bin noch mal ein bisschen gespannt auf die Dinger, die können einen dann manchmal noch in den Wahnsinn treiben, aber die kommen später, denn es geht jetzt weiter mit diesem ganzen Spaß hier. Ich würde sagen, als nächstes machen wir die Ärmel rein, damit wir dann die Seitennähte schließen können, damit wir uns dann hier unten an diesen ganzen Abschluss machen können. Der ist nämlich auch noch mal ein bisschen spannender beim Blouson. Als erstes aber die Ärmel. Und dafür nehme ich mir direkt schon mal hier ein Armloch zur Hand und gucke, dass ich das richtige Ärmelteil finde. Dafür gibt es natürlich auch Markierungen im Schnittmuster. Müsst ihr euch einfach nur alles anschauen und übertragen und dann könnt ihr den Ärmel einfach einsetzen. Ich beginne meine Ärmel immer gerne vorne und hinten festzustecken, weil ich dann den Rest ein bisschen besser verteilen kann, der dazwischen liegt.
Ärmel sind für mich immer so ein kleiner Knackpunkt, muss ich gestehen. Da habe ich Respekt vor. Wenn es euch ähnlich geht, vielleicht habt ihr ja Interesse, dann mal den Makerist-Videokurs zum Thema Ärmelnähen euch genauer anzuschauen. Ich verlinke euch den unter diesem Video. Da erklärt euch, ich meine, es ist Steffi Falk, eine Profischneiderin, wie man mit Ärmeln am besten umgeht. Das wäre gesteckt, hier wird einmal lang genäht und das ist jetzt so ein ganz klassischer Fall von ich wechsle an die Overlock, weil diese Naht lässt sich easy an der Overlock machen. Es geht natürlich auch an der Haushaltsnähmaschine, aber so habe ich hier direkt auch das Ganze ein bisschen optisch ansprechender abgeschlossen. So schaut's aus mit Ärmeln dran. Die sind jetzt natürlich noch nicht zu, aber die habe ich jetzt einfach eingesetzt. Ich habe direkt mal alle beide gemacht, sodass wir jetzt in einem Zug auch unsere beiden Seiten schließen können, also Ärmel und Seiten. Und dafür drehe ich mir das Ganze jetzt wieder auf links und zeige euch wieder nur eine Seite, weil die andere wird dann ja genauso gemacht. Noch eine klassische Overlock-Naht, die jetzt kommt. Ich stecke mir erstmal hier die Achselnähte zusammen und dann gehe ich Richtung Bauchbund und einmal Richtung Handgelenk hier mit Nadeln. Und stecke die kompletten beiden Strecken fest, sodass ich die dann auch in einem Zug schließen kann. Ihr seht, alles ist gesteckt, diese Seite auch. Damit geht es für mich einmal an die Overlock. Haushaltsmaschine geht natürlich auch. So sieht der Zwischenstand aus. Wir haben die Seitennähte geschlossen. Das heißt, wir können uns weitermachen an die Bündchen. Am Ärmel, also am Handgelenk und natürlich auch hier unten. Das heißt, ich schaffe mir jetzt erstmal ein bisschen Platz, um meine ganzen Bündchen vorzubereiten. Denn da ist noch ein bisschen was zu tun. Ich habe jetzt einmal hier das lange Bauchbündchen und da sind diese kleinen Teile, die ich ja auch noch mit Flieseline verstärkt habe und die kann ich ruhig schon mal stecken. Ich nehme mir hier meine Enden und da brauche ich meine Stecknadeln und gehe jetzt mit diesen Stücken rechts auf rechts drauf. Achtet eigentlich nur auf eine Sache. Wir haben hier eine Laufrichtung vom Stoff und die ist so, dass hier die Oberseite und die Unterseite dieser Surfboards erkennbar ist. Und da ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man einheitlich arbeitet. Es gibt Muster, da erkennt man das überhaupt nicht, da stört es auch gar nicht. Aber hier würde ich es jetzt einfach einmal machen, weil ich gerade auch dran gedacht habe. Mache ich nicht immer. Das geht hier Kante an Kante. Rechts auf rechts, falls euer Bündchen auch eine Oberseite hat. Und die andere Seite genauso. Kante an Kante, rechts auf rechts. Diese Nähte nähe ich jetzt wieder an der Haushaltsnähmaschine, weil ich die dann viel besser glatt bügeln kann, als wenn ich die an der Overlock mache. Und damit es sich lohnt, überhaupt zur Nähmaschine rüberzuschreiten, machen wir nicht nur das, sondern auch direkt die Ärmelbündchen. Und das ist hier wieder so ein Exemplar, was mir besonders gut gefällt, denn wir haben hier Ärmelbündchen, die so leicht zulaufen. Das seht ihr hier an diesen Kanten, da geht es einmal so rein und dann wieder raus. Und das ist immer besonders schön. Das sieht immer noch mal so ein bisschen, ich finde es ein bisschen edler. Das heißt, diese kleinen gefalteten Kanten kommen jetzt auch einmal aufeinander, rechts auf rechts, falls euer Bündchen eine rechte Seite hat. Und mit den drei Stücken geht es dann gleich einmal an die Haushaltsnähmaschine. Das hätten wir, die können wir auch direkt einmal alle in Form bügeln und ich beginne hiermit, denn das ist jetzt das essentiellste Teil. Ich bügele hier die ganzen Nahtzugaben Richtung des kleinen Oberstoffteils, damit das nochmal so ein bisschen dicker erscheint. Das sieht einfach, finde ich, ein bisschen schöner aus, wenn das Bündchen danach so ein bisschen dünner ist. Ruhig von beiden Seiten bügeln. Und die Ärmelbündchen werden jetzt erstmal hier an der Nahtzugabe auseinandergebügelt. Das ist nämlich das Schöne an der Haushaltsmaschine, da können wir diese Nahtzugaben noch ein bisschen flacher machen. Und dann alles einmal links auf links. Und ihr seht hier, dass das wunderbar schön glatt liegt. Die beiden können wir nochmal zur Seite legen. Wir machen jetzt hiermit weiter. Und dieses gute Stück wird jetzt einmal unten angenäht. Und dafür müssen wir das erstmal noch in dieser Breite rechts auf rechts falten und hier zusammennähen. Dafür nehme ich mir das einfach einmal hier zur Hand und stecke mir hier ein paar Nadeln, damit ich diese kurze Kante einmal zusammennähen kann. Mit den beiden Stücken geht es einmal an die Nähmaschine.
so sieht der Spaß jetzt aus und so muss ich jetzt dieses ganze Stück auch einmal wenden. Und dafür gucke ich wieder, dass ich mir hier diese Kante schön umlege und vor allem diese kleine Ecke gut wende. Wenn ihr ein Wendehilfswerkzeug habt, einen Ecken- und Kantenformer oder eine Falzbein, dann ist das ganz hilfreich. Und dann hier alles wirklich schön glatt legen, auch mit diesen eben genähten oder gebügelten Nahtzugaben, die nach in diese Richtung zeigen, also zum Hauptstoff hin. Das muss alles schön glatt liegen auf beiden Seiten, damit man das dann auch schön glatt bügeln kann. Und dann könnt ihr euch eigentlich auch direkt zur anderen Seite rüberarbeiten, weil wir jetzt das gesamte Bündchen schon mal halbieren. Und wenn das schon mal vorgebügelt ist, dann lässt sich das gleich auch eine Ecke einfacher nähen. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Hier vor allem diese Ecke schön umfalten und ausformen und gucken, dass alle Nahtzugaben hier sauber in eine Richtung fallen. Und wo wir dieses ganze Stück jetzt schon mal vorliegen haben, können wir es direkt einmal halbieren, um die Mitte zu ermitteln. Denn das Ganze muss natürlich auch wieder unter leichtem Zug angenäht werden. Und dafür brauchen wir einmal die rückwärtige Mitte, damit wir es sauber verteilen. Einmal halbieren und hier hinten eine Nadel stecken. Und das Ganze kommt jetzt hier dran. Das heißt, ich brauche hier auch einmal meine rückwärtige Mitte. Die kann ich glücklicherweise noch sehen, weil wir hier einen Stoffbruch haben. Und dann ist mir aufgefallen, dass meine Belege hier noch minimal länger sind als mein Vorderteil. Das sieht man hier so ein bisschen, stört aber gar nicht. Das knipsen wir uns einfach einmal mit der Schere ab. So, dann ist das weg. Andere Seite genauso. Dass wir hier eine gleiche Länge haben, sodass wir dann uns hier mit unserem Bündchen ranmachen können. Und das wird von rechts gesteckt, rechts auf rechts. Und ich stecke jetzt einfach schon mal hier meine mittlere Nadel. Rechts auf rechts, Kante an Kante, also hier in diesem Fall jetzt sogar drei Kanten aufeinander. Und dann müssen ja die Längen angepasst werden. Und dafür wandere ich jetzt hier einmal an eine Seite. Für euch zur Orientierung, das ist die Seitennaht, hier oben ist der Ärmel, das ist unser Vorderteil. Und hier, das passt lustigerweise mit dem Musterstück sehr, sehr gut zusammen. Aber das hier ist etwa nicht das durchgehende Muster, sondern hier ist ja noch unser Beleg dran. Und bis vor unseren Beleg, also genau an diese Naht heran, müssen wir jetzt dieses Stück legen. Also einmal ruhig da so hinziehen und dann das Ganze auf der rechten Seite wieder Kante an Kante, rechts auf rechts anlegen. Und dann kommt da drauf der Beleg geklappt. So. Ich klappe den jetzt einmal so zurück. Also ich habe jetzt hier nochmal für euch die offene Kante unten liegen. Das Bündchen wird hier auch an diese offene Kante angenäht. Und hier dieses kleine Stück, was wir gerade angenäht haben ans Bündchen, kommt hier genau in die offene Kante oder in die Naht von unserem Beleg und unserem Vorderteil. Und das wird richtig gut aussehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich stecke mir hier nochmal eine kleine Nadel. Ich glaube, hier brauche ich keine Zwischennadeln, das lässt sich so wunderbar nähen. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt auch nochmal das gleiche Spiel, dieses Stückchen hier einmal reinlegen. Und was ich jetzt intuitiv auch schon richtig gemacht habe, das werdet ihr gleich sehen, ist die Richtung richtig zu legen. Denn wenn das Ganze ausgeklappt wird, dann wird ja später dieses Stück so drauf liegen. Und dann ist hier die Spitze von meinem Surfboard. Das ist auf der anderen Seite genauso gemacht. Das habe ich jetzt einfach intuitiv richtig gemacht. Glück gehabt. Das ist ein Fehler, der passiert mir leider sehr, sehr oft. Also hier reinlegen, den Beleg drauf und eine Nadel stecken. Und dann geht es mit diesem ganzen Stückchen, also komplett unten entlang, hier natürlich mit dem entsprechenden Zug, den man braucht, an die Overlock-Maschine. Das ging relativ schnell und jetzt wird sich zeigen, ob das gut aussieht, so gut wie ich es mir vorstelle. Am wichtigsten ist jetzt hier erstmal, dass wir diese Nahtzugabe hier vorne entweder zurückschneiden oder so ein bisschen zurückfalten. Ich hoffe, falten reicht. Das heißt, ich falte sie mir jetzt hier einmal rüber Richtung Beleg, also auf die linke Seite. Und dann halte ich hier gut fest und so irgendwie und stülpe das Ganze um. So, und das ist nämlich genau das, was wir möchten. Also ihr seht hier einmal.
unsere Vorderseite, dann hier dieses kleine Rechteck drin und dann ist hier unser Bündchen. Und hier kommt natürlich auch später ein Druckknopf ran. Das heißt, man kann dann auch den Bund super schließen. Viele arbeiten auch hier unten mit zwei Druckknöpfen, kann man machen, wie euch das am besten gefällt. Das Ganze wird natürlich jetzt auch nochmal schön glatt gebügelt. Ja, und dann könnt ihr hier einmal die gesamte Nahtzugabe auch noch innen bügeln, also Richtung Oberstoff. Dann sieht das Ganze auch noch ein bisschen schöner aus. Mache ich gleich in Ruhe am großen Bügeleisen. Vorher wenden wir noch dieses Stück hier. Gleiches Spiel wie eben. So, und hier ist es sogar noch ein bisschen glatter geworden. Das ist die andere Seite. Das bedeutet für uns, dass wir mit dem Nähen fast fertig sind. Wir müssen nur noch unsere Ärmelbündchen annähen. Und dann habe ich hier oben noch so ein, zwei kleine Feinheiten, die ich euch vorschlagen könnte, die man nähen kann. Das aber erst gleich. Denn da ich gerade sowieso schon mal an der Overlock war, bleibe ich auch direkt an der Overlock und widme mich den Ärmeln. Die haben wir ja schon zusammengenäht. Das heißt, die kann ich jetzt einfach rechts auf rechts hier rüber stecken und dann werden die einmal festgenäht. Da ist auch egal, welchen ihr nehmt. Die haben jetzt keine besondere Richtung. Wichtig ist nur, ihr zieht einmal den Ärmel durch und dann legt ihr eure Ärmelnaht, der hat ja nur eine, hier auf diese Bündchennaht. Das sieht einfach sehr viel sauberer aus, wenn man das richtig macht. Und da stecke ich mir meine erste Nadel von innen, also in den Ärmel hinein, weil das hat für mich den Vorteil, bei diesem kleinen Stück kann ich dann an der Overlock so arbeiten, dass ich das Stück so ziehe und so durch die Nähmaschine schiebe und dann nichts anderes mit annähe aus Versehen. Und ich bleibe auch bei dieser einen Nadel, die reicht mir schon, weil ihr seht hier den Rest, wenn ich das Ganze so auseinanderziehe, das reicht mit den Fingern und dann kann ich das so sauber nähen. Ihr könntet noch eine zweite Nadel setzen, die spare ich mir an dieser Stelle. Dafür nehme ich direkt den zweiten Ärmel. Ich bin sehr zufrieden. Hier unten sieht alles nice aus. Hier oben sieht alles super aus. Die Ärmel sind auch da. Das Einzige, was fehlt, ist die Knopfleiste. Und das Einzige, was mich noch stören könnte, ist der Beleg. Der wird natürlich von unseren Druckknöpfen noch mal so ein bisschen fixiert. Das heißt, wenn ich hier diese punktuellen Verbindungen sitzen habe überall, dann wird der garantiert nicht mehr rauskommen. Der kommt auch so nicht raus, weil er ja hier oben mit drin steckt. Aber was so ein bisschen nerven könnte, ist, wenn wir mal reinschauen, dieses Stück hier. Und damit das hier nicht so rumflattert, das ist so die obere Ecke vom Beleg, habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, das festzunähen. Und zwar von rechts einfach mit einer Naht im Nahtschatten. Der Beleg liegt jetzt nämlich genau so, dass hier diese Ecke liegt, die ich euch gerade gezeigt habe. Und wenn alles schön glatt liegt, ihr es am besten auch nochmal glatt gebügelt habt, dann könnt ihr hier so ein, zwei Nadeln stecken. Und dann hier eine kleine Naht im Nahtschatten machen. Falls ihr den Nahtschatten noch nicht kennt, guckt es euch im Nählexikon an. Das ist eine Naht, die man wirklich genau hier in diese Naht setzt. Das heißt, die ist von außen gar nicht sichtbar. Wenn ihr ein passendes Garn habt und euch das nicht weiter stört, könnt ihr hier natürlich auch eine Ziernaht setzen und zum Beispiel hier direkt neben dieser Naht einfach eine setzen, so rüber, dann ist das auch alles fixiert. Ich könnte tatsächlich sogar diese nebendran Naht setzen, die würde gut aussehen. Das heißt, ich mache mir jetzt hier diese Nadeln auf beiden Seiten einmal hin. Mal gucken, dass hier alles gut liegt. Auch die Nahtzugabe des Ärmels oder der Schulternaht gut liegt. So. Und wenn euch das gefällt, feststecken und dann nochmal festnähen. Muss man nicht, ist aber nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen auf der Kirsche. Und dann einfach hier eine kleine Naht setzen oder im Nahtschatten. Mit der Haushaltsnähmaschine natürlich. Das ist hübsch gemacht, die Knopfleiste ist hübsch und unten sieht es auch gut aus. Das heißt, es fehlen nur noch die Knöpfe. Die werde ich gleich auspacken, aber vorher müssen wir einmal gucken, wie breit unsere Knopfleiste eigentlich ist. Ich gehe davon aus, dass was im E-Book steht, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt, gebe ich zu, weil ich ein bisschen faul bin. Aber wir können natürlich auch einfach nachmessen, denn wir haben ja hier unten diese kleinen Zipfelchen. Und genau diese Breite ist dann auch plus minus die Breite unserer Knopfleiste. Das heißt, ich kann hier einmal messen. Wir sind hier bei knapp 3 cm. Das heißt für mich, wenn ich meine Knöpfe auf einer 3 cm Strecke wirklich auf 1,5 setze, dann ist das eine ganz saubere Sache. Und ja, dann muss ich einfach nur noch platzieren. Und dafür lege ich mir mal hier das ganze Ding hin. Und ich bin da immer so ein bisschen, ja, ich mache das vielleicht ein bisschen schludrig. Es gibt viele Schnittmuster, da steht es drin, wo die Knöpfe sitzen sollen.
In diesem habe ich es jetzt ehrlicherweise nicht gesehen. Das heißt, wir legen sie einfach vor und dann justieren wir so ein bisschen nach mit dem Lineal, immer mal wieder gucken, wo alles sitzen soll. Wichtig ist, dass wir diese 1,5 cm vom Rand an beiden Seiten schon mal festhalten. So, eine kleine Anleitung haben wir auch. Mal gucken, ob wir die brauchen. Und dann ist noch die Frage Ober-Unterseite. Da kenne ich mich jetzt gar nicht so super mit aus. Eins ist ja immer oben, eins unten. Da gibt es ja diese Männlein-Weiblein-Geschichten. Mir ist das eigentlich relativ egal. Das heißt, davon distanzieren wir uns jetzt an dieser Stelle ein bisschen. Ich lege mir erstmal einen Knopf hier unten hin. Einer kommt dahin. Wir haben insgesamt 10. Das heißt, wir können die ruhig auch komplett hier verteilen. Und diese ganzen Knöpfe verteilen wir jetzt auf diese Strecke hier. Ich nehme einmal grob Maß, damit ich gucken kann, wo wir die verteilen. Ich fange auch erst bei 1,50 knapp weiter unten an und ende hier so knapp 1,50 weiter drüben. Wir sind so bei 37,5 geteilt durch 9. Macht so ungefähr 4 und ein bisschen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir legen jetzt unsere Knöpfe mal bei 4 und ein bisschen Zentimetern hin. Ihr seht, Mathe ist meine absolute Lieblingsdisziplin. Wenn wir jetzt hier so den ersten hinmachen, der soll ja knapp 1,5 von dieser und von dieser Seite entfernt sein, dann können wir hier anfangen, ein bisschen zu legen. Und ihr seht jetzt schon, das sind viel zu viele Knöpfe, die ich hier lege. Also alle 9 werde ich hier auf gar keinen Fall unterbringen. Das ist ja eine viel zu enge Verteilung hier, ne? Aber wir haben dann schon mal so einen Grundeindruck davon, wie es sein oder nicht sein soll. Für mich bedeutet das, ich nehme jetzt einfach mal von diesen 9 Knöpfen hier 4 Stück weg. So, falsch, den und den. Und dann nähern wir uns der Sache. Dann haben wir hier 5, hier einen. Und das sieht doch gleich viel besser aus. Und die können wir jetzt ruhig nochmal justieren. So, die Verteilung hätten wir. Mathe ist nicht meine Lieblingsdisziplin, aber wir schaffen das. Ich habe jetzt hier meine Markierung als kleine Kreuzchen gesetzt und da kommen jeweils diese Knöpfe drauf. Und jetzt gucken wir doch mal in die Anleitung, wie das am besten klappt. Die Aufsätze von meinem Knopfset passen glücklicherweise in meine Primvario-Zange. Das heißt, die kann ich da einfach mal reintun. Den brauchen wir und dann haben wir hier nochmal so einen kleinen Metalldorn und die beiden sind die Aufsätze, die wir brauchen für dieses Plättchen. Und dazu kommt das Stück mit dem Loch, also quasi die linke Seite mit dem Loch. Die kommt dann da so drauf und dann wird das Ganze so zusammengedrückt. Ihr seht es alles nochmal in der Anleitung. Ich gehe jetzt gar nicht super ins Detail. Es gibt verschiedenste Arten von Druckknöpfen. Das heißt, je nachdem, was ihr dann da vorliegen habt, ist es sowieso unterschiedlich als das, was ich jetzt hier habe. Was viele ähnlich haben, viele Sets, ist, dass sie euch so ein Plättchen mitliefern und dann so einen kleinen Dorn, mit dem man Löcher einschlagen kann. Da legt man dann das Plättchen unter das Loch, so, um den Stoff und den Tisch nicht zu beschädigen, legt diesen Dorn drauf und haut einmal mit dem Hammer drauf. Finde ich ganz nett, aber viel schöner ist doch, wenn man eine Lochzange hat. Und ich habe glücklicherweise eine. Das heißt, ich kann mir hier jetzt einfach die passende Größe aussuchen und dann lieber damit arbeiten. Das ist ein bisschen leiser und kommt auch zu einem tollen Ergebnis. So, das müsste passen. Na, der sogar noch besser. Und dann machen wir direkt mal den Test hier unten. Markiert euch eure Knopfpositionen ruhig mit Kreuzen. Das ist sehr viel sicherer als nur mit Punkten oder Strichen, weil ihr dann wirklich immer genau die Mitte findet. Ja, und das hat auch schon mal hervorragend geklappt. Wir haben jetzt hier schon mal die erste Hälfte Druckknopf drin sitzen. Und genauso gehe ich jetzt auch an diese ganzen Löcher. Ich mache immer lieber zuerst ein Loch. Und dann drücke ich einen Knopf rein und nicht alle Löcher weg, was normalerweise ein schönerer Prozess wäre. Aber da wir hier mehrere Schichten haben, bin ich so ein bisschen sicherer, dass das alles gut klappt. Also nächstes Loch. Zum Thema Druckknöpfe habe ich ein Nählexikon-Video für euch gemacht, schon vor einer ganzen Weile. Ich verlinke euch das unter diesem. Da gibt es so einen kleinen Überblick über die Arten von Druckknöpfen und dann auch, wie man die einarbeitet. Die Reihe steckt, es folgt die Gegenreihe, die muss natürlich wieder anmarkiert werden. Man könnte jetzt nochmal messen, aber das hat den Nachteil, dass wenn ich hier irgendwo einen kleinen Fehler gemacht habe in den Abständen, ich den hier möglicherweise nicht mache. Das heißt, anstatt hier auszumessen, würde ich mich immer von diesen Knöpfen
in die andere Richtung orientieren. Und dafür kann man eigentlich ganz gut einfach erstmal sich alles glattlegen, also die eine Seite glattlegen, dann die andere daneben, guckt, dass wirklich hier diese Abschlüsse zusammenpassen, dass alles schön sauber liegt, auch hier die Nähte aufeinandertreffen. Und dann würde ich einfach eine Markierung machen, mit dem Trickmarker wieder von der Mitte. Man erkennt die Mitte des Knopfes eigentlich ganz gut, weil da so eine Erhebung ist, einmal rüber. Wenn ihr euch hier dann so eine kleine Linie zieht, so, dann habt ihr hier schon mal die Höhe und müsst da dann wieder nur noch die 1,5 cm von der Kante entfernt nehmen. Also lege ich mir das Ganze einmal hier und dann habe ich hier mein kleines Kreuzchen und kann hier das Gegenstück zu diesem Knopf setzen. Genauso markiere ich jetzt alle anderen Knöpfe auch an. Und hier das gleiche Spiel, wenn alles anmarkiert ist, machen wir uns jeweils die Löcher und können auch dann mit den Aufsätzen, die wieder in die Vario-Zange passen, die anderen Teile anbringen. Und jetzt durfte ich noch plotten, wieder mit dem Cricut Maker, den ich von Cricut zur Verfügung gestellt bekommen habe. Richtig schönes Gerät, für mich immer ein bisschen ungewohnt, weil ich das sehr selten mache. Aber im Grunde braucht ihr nur eure Trägerfolie und eure Folie, aus der ihr euer Motiv plottet. Die habe ich jetzt hier. Und dann geht es erstmal wieder an PC. Ich habe mir ein Motiv ausgesucht, hier so ein Surfer-Motiv von Badenspiel. Und das habe ich ein bisschen angepasst an meine Zwecke. Also diese Jahreszahl wollte ich raushaben und dann brauchte ich noch die richtige Größe. Die habe ich vorher an meinem Pulli so ein bisschen nachgeschaut, wie groß kann das Ganze sein. Ich werde es auf den Rücken plotten. Dann muss das Ganze natürlich gespiegelt werden, bevor es durch den Plotter geschickt wird, weil wir hier mit einer Trägerfolie arbeiten und das Ganze wird dann ja einmal praktisch gedreht. Kommt man ganz easy dahinter, wenn man das noch nie gemacht hat. Ich habe auch ein Video, wo ich ein bisschen detaillierter für euch plotte. Jetzt wird entgittert und dafür habe ich schönes Werkzeug, so ein Starter-Set von Cricut bekommen. Und da drin ist zum einen ein Rakel und dann ist da noch so ein Plättchen, dass man auch größere Flächen so unterhebeln kann. Und ein kleiner Haken, den fand ich am praktischsten, weil ich hier viele kleine Motive auch habe oder kleine Motivstücke, die ich dann so hochziehen konnte. Man fängt ganz grob an, so mache ich das jedenfalls immer. Ich mache immer erstmal so die äußeren Linien und ziehe so das Gröbste ab und dann gehe ich in die Feinheiten rein, weil ich dann das Motiv schon am besten erkenne. Das Motiv von Fadenspiel habe ich euch natürlich unter dem Video verlinkt. Wenn ihr auch so eine schöne Surfer-Variante plotten wollt, dann könnt ihr das bei uns im Shop mitnehmen. Am Ende fehlen nur noch die kleinen Kleinteile, in den Buchstaben hier zum Beispiel, und dann ist das Motiv auch schon fertig. Guckt ruhig genau hin, dass ihr nichts vergessen habt, das mache ich hier auch, weil das ist ärgerlich, später kriegt man das nicht mehr ab. So sieht's aus und so mache ich jetzt einen kleinen Setup-Wechsel. Computer und Plotter brauche ich nicht mehr, dafür habe ich jetzt die Easy Press und ein bisschen Backpapier und meinen Stoff schon mal vorgeholt. Um den Tisch zu schonen, weil ich hier auf meinem Tisch arbeite, habe ich auch eine kleine Bügelunterlage, die ich mir noch drunter lege. Ich kann euch nicht empfehlen, mit der Easy Press auf einem Bügelbrett zu arbeiten, weil die meistens nicht so sicher stehen und ein bisschen nachgeben. Und man muss doch ein bisschen pressen. Dementsprechend passiert das hier alles bei mir auf dem Tisch und das würde ich euch auch empfehlen. Legt irgendwas drunter, ein Handtuch, eine Decke oder so, dann geht auch das. Ich platziere jetzt hier mein Motiv auf dem Rücken. Ich mache das immer sehr akribisch, auch mit Maßband. Und auch das Festdrücken mit dem Rakel habe ich hier gemacht. Eigentlich nur, weil ich das Rakel mal ausprobieren wollte. Ein bisschen voreilig von mir, weil ich das gleich nochmal abnehmen muss, weil ich vergessen habe, den Stoff vorzuheizen. Das empfiehlt Cricut wärmstens in der Anleitung. Und das würde ich euch auch raten, dass ihr das macht. So, dann wird die Presse angemacht. Ihr seht, ihr könnt hier die Temperatur auswählen und die Zeit, die die Presse für euch runterzählt. Und dann muss das Ganze aufheizen. Da blinkt dann so ein Lichtchen in Rot. Und wenn das grün wird, glaube ich, dann könnt ihr anfangen zu plotten. Und in meiner Wartezeit habe ich gelesen, dass ich eben vorheizen muss. Das heißt, das Motiv kommt nochmal ab. Und ich lege die Presse schon einmal drauf für ein paar Sekunden, um den Stoff glatt zu drücken und vorzuheizen. Da reichen auch so ein paar Sekunden und dann kommt das Motiv wieder drauf. Und jetzt nochmal das gleiche Spiel, wieder die richtige Position finden. Und bei mir jetzt, weil ich diesen Rakel einfach so niedlich finde, das Ganze auch nochmal einmal so festrakeln. Ja, und dann kann auch schon
übertragen werden. Ich habe jetzt hier mein Backpapier, weil die Presse jetzt ein bisschen länger drauf bleibt, 30 Sekunden. Da drückt man dann zum einen erstmal den Timer und dann drückt man auch wirklich mit ein bisschen Kraft die Presse auf das Stück. Und ich habe mich hier richtig draufgelegt, das heißt, Bügelbrett macht sich nicht so gut. Nach 30 Sekunden, ich habe das jetzt hier ein bisschen beschleunigt, könnt ihr dann einfach eure Trägerfolie abziehen. Und ich hatte sehr oft beim Plotten schon Momente mit dem Bügeleisen, wo ich dann gebügelt habe, geguckt habe, gefummelt habe, mein Motiv manchmal auch schon so ein bisschen kaputt gemacht habe. Das habe ich hier nicht. Mit der Presse rauf, runter, Timer abgepasst, dann nochmal von der Rückseite ein bisschen fixiert und es sitzt alles, wie es soll. Also ich bin wirklich begeistert von dieser Presse. Das Starter-Set und die Presse verlinke ich euch natürlich auch unter diesem Video, genauso wie die Website von Cricut. Dann könnt ihr euch dort noch mal ein bisschen umschauen, was die noch so im Angebot haben für euch. Ja, und ich bin ja wirklich nicht der größte Plotter-Fan. Das habt ihr vielleicht schon gemerkt. Ich plotte echt nicht sehr viel. Aber das hat mir so gut gefallen mit dem Cricut Maker und dann eben auch mit dieser Easy Press. Das ging so einfach und es ist so ein schönes Ding geworden. Also ich finde, der Plot hat wirklich die Jacke noch mal so richtig vollständig gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie euch das Ding gefällt. Ich bin auch gespannt, ob ihr lieber eine große oder eine kleine Variante davon nähen wollt. Schreibt alles gern in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!